gerade neulich auf meinem Kanal Alles Mobil und ich stehe vor einer, so, vor einer oder Ladestation und mal schauen, was hier steht. Hier darf man nicht für kostenlos halten, also parken. Und man muss sich wohl einen Fahrschein lösen oder als Bewohner mit dem Parkzentrum Nord, da darf man hier also kostenlos laden. Kostenlos stehen und dann das Laden ist hier kostenpflichtig. Aber normalerweise sollte es so wieder so kostenlos sein. Da die Stadt Essen, die so gebührenpflicht, wie es so genommen hat, aber dafür tagsüber maximal 4 Stunden mit der zur Fahrscheibe. Aber scheinbar ist das hier im Nordviertel gar nicht angekommen zu sein. Und da steht der Automat, wo man sich eigentlich mit Fahrschein lösen kann. Aber das Gute ist, was ich nur verrückt finde, dass man hier bis Höchstmarktdauer, wie hoch ist sie hier in diesem Fall, 90 Millionen, dass man hier 1,5 Stunden eh kostenlos parken darf. Wenn man bis zur Höchstmarktdauer gebührenfrei parken mit der Fahrscheibe. Das heißt, man darf hier 1,5 Stunden kostenlos stehen bleiben. Also das Schild ist einfach unnötig. Kann man vorhin durch ein Fahrscheiben-Schild ersetzen. Aber das wird es bald auch nicht mehr so lange geben, diese Schilderkombi. Denn wer zahlt so, wenn man hier ladet? Ich würde nicht zahlen, wenn man sein Auto laden will. Da fährt man rein, das ist die Umweltspur, aber ohne Freigabe für Elektrofahrzeuge. Das finde ich auch schade, sehr schade.